Nach diesen Betrachtungen können wir nun uns das statische thermische Ersatzschaltbild anschauen. Das heißt, ich möchte jetzt nochmal abmalen, das, wovon wir eigentlich ausgegangen sind, dieses Modell wieder. Hier ein Kühlkörper, eine wärmeleitende Isolationsfolie, das Bauelement mit seinem Gehäuse, Lithium und wieder hier diese Fokusmasse. Und wir wollen jetzt das hier an der Stelle nochmal aufmalen. Das heißt, der Kühlkörper hier Sink bzw. Heatsink, dieses Thermal Interface Material, das Gehäuse, Case, hier innen das Silizium und haben wir hier unten die Umgebung, das A von Ambient für Umgebung. Und an dieser Stelle entsteht dort wieder dieser Wärmestrom, der dort durchgeführt werden muss. Und uns interessieren jetzt sozusagen diese Temperaturen in den einzelnen Schichten. Das heißt, wir können jetzt das Ersatzschaltbild aufstellen. Jetzt machen wir es an der Stelle ein bisschen ausführlicher. Das heißt tatsächlich, dieses übersetzt sich jetzt in folgendes Ersatzschaltbild. Ich habe auf der einen Seite eine Verlustleistungsquelle, eine Wärmestromquelle mit der Verlustleistung PV. Dann haben wir, wie dargestellt, diesen inneren Wärmewiderstand, dieser RTH Junction to Case. Und dann haben wir den äußeren Widerstand einerseits vom Gehäuse zum Kühlkörper, RTH Case to Sink. Und dann den des Kühlkörpers, RTH Sink to Ambient. Und hier draußen die Umgebungstemperatur, die male ich jetzt mal als Spannungsquelle ein, weil tatsächlich, wie gesagt hatten, Temperaturdifferenzen entsprechen Spannungen. Also haben wir hier die Umgebungstemperatur und hier unten wäre sozusagen der Nullpunkt an dieser Stelle. Und das hier ist jetzt das statische thermische Ersatzschaltbild, bestehend aus diesem inneren und äußeren statischen Wärmewiderstand. Statisch deswegen, weil wir hier keine Energiespeicher drin haben. Also das beschreibt dann in Anführungszeichen, wenn an dieser Stelle der Wärmestrom eine konstante Größe ist, ein Gleichstromnetzwerk. Jetzt können wir hier die unterschiedlichen Temperaturen uns einzeichnen. Das heißt, tatsächlich werde ich hier eine Temperatur kriegen, die Sperrschichttemperatur. Die Temperatur Theta Junction, die ich an dieser Stelle in dieser Sperrschicht habe. Das heißt hier Theta Junction. Die Sperrschichttemperatur. Das ist die Temperatur, die nicht überschritten werden darf, sonst wird das Bauelement zerstört. Das heißt, wir dürfen hier keine zu hohen Temperaturen kriegen, damit nicht die intrinsische Leitfähigkeit gegenüber der durch Dotierung eingestellten überwiegt. Dann haben wir hier als nächstes die Temperatur am Gehäuse, Theta Case, und als letztes hier die Kühlkörpertemperatur, nennen wir es Theta S für Sink, wobei Achtung, diese nicht konstant ist. Muss man sich nicht so vorstellen, dass der Kühlkörper überall ganz dieselbe Temperatur annimmt. Tatsächlich können hier leichte Temperaturschwankungen sein, insbesondere wenn der Kühlkörper viel, viel größer ist als das eigentlich zu heizende Bauelement. Dann spreizt sich die Wärme nicht beliebig sozusagen hier gleichmäßig über den Kühlkörper auf, sondern die Außenbereiche werden zum Teil fast gar nicht mehr erreicht oder nur deutlich geringer erreicht. Das heißt, tatsächlich wird dann hier die Wärme an die Umgebung abgegeben. Und das Letzte ist dann diese Umgebungstemperatur Theta A, hier die Ambient-Umgebungstemperatur. Gut, und dieses Netzwerk führt jetzt an dieser Stelle auf im Prinzip die möglichen Problemstellungen, die wir haben in einfachen Wärmemanagement. Eigentlich sind das hier drei Probleme, die zu lösen sind. Das heißt, das führt auf drei Problemstellungen. Und zwar schauen wir uns das an. Tatsächlich gibt es hier mehrere Größen, die für uns mehr oder weniger interessant sein könnten. Zum einen, wie gesagt, die Sperrschichttemperatur des Bauelements. Diese darf nicht überschritten werden. Das heißt, das erste Problem, was wir hier lösen können aus diesem Netzwerk, ist an der Stelle, wir suchen die Sperrschichttemperatur. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wann suche ich die? Was ist das Interessante? Interessant ist das, wenn wir wissen, welche maximale Verlustleistung auftritt, das heißt, welches maximale PV und welche maximale Umgebungstemperatur wir haben. Und uns interessiert dann, ist diese Sperrschichttemperatur kleiner als eine maximal zulässige Temperatur. Das ist sozusagen die Fragestellung. Das heißt, ist Theta Junction kleiner als eine maximal zulässige Temperatur, Theta Junction Max? Was machen wir? Tatsächlich ist das hier nichts anderes als ein Gleichstromkreis an der Stelle, um das auszurechnen. Ich muss also die Temperatur über dieser Wärmestromquelle berechnen. Was muss ich machen? Ich muss die einzelnen Temperaturabfälle, nennen wir die Delta Theta 1, Delta Theta 2 und Delta Theta 3, muss diese einzelnen Temperaturabfälle addieren zu der Umgebungstemperatur. Maschenregel dieses thermischen Ersatzschaltkreises. Das heißt tatsächlich, diese Temperatur Theta Junction ist Delta Theta 1 plus Delta Theta 2 plus Delta Theta 3 plus Theta A. Oder wenn wir das jetzt ersetzen, wir wissen, diese Temperaturabfälle werden verursacht durch den Wärmestrom. Das heißt, Delta Theta 1 ist PV mal RTH Junction to Case, Delta Theta 2 ist PV mal RTH Case to Sink und so weiter. Können wir sagen an dieser Stelle, okay, tatsächlich, Theta Junction ist
PV mal die Summe dieser Widerstände, das heißt RTA Junction to Case plus RTA Case to Sink plus RTA Sink to Ambient plus natürlich die Umgebungstemperatur. Das ist also die erste Problemstellung, die wir haben. Und unter dem Gesichtspunkt ist hier die Temperatur bei vorgegebenen Maximalwerten der Verlustleistung und an dieser Stelle der vorgegebenen maximalen Umgebungstemperatur ist die zulässig, betreibe ich also mein Bauelement so, dass es nicht zerstört wird. Das kann ich natürlich erst machen, nachdem es vollständig dimensioniert ist. Eine andere Aufgabe ist die Frage, welcher minimale thermische Widerstand für den Kühlkörper benötigt wird. Achtung, tatsächlich, an dieser Stelle müsste eigentlich heißen, nee, es muss heißen, welcher maximale thermische Widerstand RTASA ist für den Kühlkörper nötig. Warum? Weil wir den Kühlkörper auswählen müssen. Und jetzt müssen wir auch hier gucken, okay, was sind da die Parameter? Tatsächlich suchen wir jetzt hier diesen Wert RTASA und der muss kleiner sein, kleiner gleich einem Wert, den wir jetzt hier auch berechnen können. Und zwar, wenn wir uns anschauen, okay, tatsächlich an dieser Stelle, ich gebe vor, wie groß die maximale Temperatur sein darf an der Sperrschicht. Dies nehme ich dem Datenblatt, zum Beispiel 175 Grad Celsius. Ich weiß auch durch meine Anwendung bedingt, wie groß die maximale Verlustleistung ist und ich weiß, wie groß die maximale Umgebungstemperatur ist. Und dann ist die Frage, okay, wie viel Reserve habe ich hier noch als Temperaturabfall, der über diesen Wärmewiderstand des Kühlkörpers entstehen kann, sodass diese Temperatur hier nicht zu groß wird. Das heißt tatsächlich, die Aufgabe im Kühlkörper auswählen ist so, wir müssen diesen Wärmewiderstand so wählen, dass hier der entstehende Temperaturabfall nicht so groß wird, dass die innere Sperrschichttemperatur überschritten wird, die aufgrund der Datenwertparameter vorgegeben ist. Das heißt tatsächlich, Gleichstromkreis müssen wir eigentlich auflösen, okay, aus diesem Gleichstromkreis muss ich die Maschengleichung aufstellen und dann nach RTASA auflösen, beziehungsweise ich kann sogar die Gleichung hier oben nehmen, nach RTASA auflösen, muss dann aber natürlich berücksichtigen hier, wie eigentlich auch hier oben, dass ich die maximale Verlustleistung, die maximale Umgebungstemperatur berücksichtige, um rauszukriegen, welcher Kühlkörper nötig ist und muss auch hier die maximale Sperrschichttemperatur annehmen. Das heißt tatsächlich, werden wir hier rauskriegen, das muss sein Theta Junction Max minus Theta A Max geteilt durch die Summe, geteilt durch die Verlustleistung PV Max. Das ist der gesamtzulässige thermische Widerstand, den ich habe, aber ich habe ja schon zwei drin. Ich muss davon abziehen, diesen RTA Junction to Case, den ich nicht ändern kann, und ich muss davon abziehen, den RTA Case to Sink von dieser Folie. Das wäre die zweite Fragestellung. Achtung hier, wirklich unter den Gesichtspunkten Worst-Case-Design. Ich muss also mir überlegen, an dieser Stelle, was ist der schlimmste Fall, der hier auftreten kann? Und das ist der Fall, wenn jetzt hier die maximale Umgebungstemperatur und die maximale Verlustleistung auftritt und wir gerade an dieser Stelle hier die maximale Sperrschichttemperatur haben. Und das dritte Problem, was man in diesem einfachen thermischen Ersatzschaltbild lösen kann, ist, welche maximale Verlustleistung ist zulässig. Das heißt, der typische Fall, sozusagen man hat sein Gerät designt, hat Reserve reingeschlagen und dann heißt es auf einmal vom Kunden, okay, wir wollen nochmal 10-20% mehr Leistung. Mal die Frage, kann das Bauelement das? Müssen wir ausrechnen, ob wir genügend Reserve haben, um die eventuell zusätzlich auftretende Verlustleistung hier an der Stelle abführen zu können. Was machen wir? Wir müssen auch hier wieder beachten, dass wir eine maximale Umgebungstemperatur haben. Wir müssen auch hier wiederum beachten, dass die Sperrschichttemperatur nur ihren maximalen Wert annehmen darf. Und wir gehen davon aus, dass wir sozusagen dann den Kühlkörper dimensioniert haben. Und dann können wir hier sagen, okay, dieses dritte Problem ist, PV Max ist an dieser Stelle wiederum sozusagen diese erste Gleichung auflösen nach PV Max Theta Junction Max minus Theta Ambient Max, die maximal zulässige Temperaturdifferenz, die jetzt über all diesen thermischen Widerständen entstehen kann. Das ist nämlich tatsächlich diese Temperaturdifferenz dieser addierten Temperaturabfälle Delta Theta 1 plus Delta Theta 2 plus Delta Theta 3 geteilt durch die Summe jetzt aller thermischen Widerstände hier oben. Und das ist dann hier an der Stelle die maximal zulässige Verlustleistung, die wir haben. Gut, das sind jetzt die drei sozusagen typischen Problemstellungen, die wir haben bei diesem statischen thermischen Ersatzschaltbild. Jetzt möchte ich an dieser Stelle noch ein, zwei Anmerkungen machen. Zunächst an der Stelle Anmerkungen zu einigen dieser Parameter. Den RTA Junction to Case, den finden wir im Datenblatt des Leistungsbauelements, des Leistungshalbleiters. Und den RTASA, diesen thermischen Widerstand des Kühlkörpers, den finden wir natürlich im Datenblatt
des Kühlkörperherstellers für den Kühlkörper. Gegebenenfalls muss man dann noch gucken, wenn wir jetzt eine erzwungene Konvektion haben, dass der sich gegebenenfalls reduziert, aber auch das sollte angegeben sein. Das heißt, diese beiden Werte, kein Problem, die kriegen wir. Dann diesen RTH Case to Sink ist angegeben, manchmal bei den Herstellern von diesen Materialien, wobei das hängt ein bisschen auch davon ab, wie ist das jetzt dann mechanisch befestigt, das heißt, wird das Bauelement geklemmt, wird es geschraubt, welcher Druck wird dabei verwendet und so weiter, kann man dann oft nur schätzen. Wenn man es nicht weiß, ist so mal die grobe Schätzung 1 Kelvin pro Watt, 0,5 1 Kelvin pro Watt, so die Größenordnung. Das ist eine sinnvolle Größenordnung an dieser Stelle. Das war das eine, jetzt gibt es aber noch einen anderen Fall, den wir jetzt mit unserem thermischen Ersatzschaltbild nicht sozusagen direkt lösen können. Hier, das Modell geht davon aus, wir haben ein Bauelement, das befindet sich auf dem Kühlkörper durch so eine Isolationsfolie wärmeleitendes Material getrennt. Tatsächlich gibt es auch häufig den Fall, dass wir Bauelemente an dieser Stelle ohne zusätzlichen Kühlkörper einsetzen. Das heißt, als sozusagen Schlussbemerkung, bei Bauelementen ohne Kühlkörper müssen wir auf einen anderen Wert achten. Und dann ist der Wert RTH Junction to Ambient, das heißt hier Sperrschicht zur Umgebung, Junction Ambient, entscheidend. Den finden wir im Datenblatt des Bauelements. Wie können wir uns das vorstellen? Wenn wir das Bauelement hier haben, ohne Kühlkörper, das heißt, ich mache es mal auf hier, Gehäuse, wir das Silizium, dann wieder diese Verguss-Masse, wieder die Beinchen, dann wird natürlich dieses Bauelement hier auch dann Wärme abführen, wenn hier hinten kein Kühlkörper angeschlossen ist, wenn es sozusagen freistehend montiert ist. Das heißt, in diesem Fall nehmen wir die Datenblattangabe RTH Junction to Ambient, die in vielen Datenblättern für Bauelemente an dieser Stelle, und dann haben wir eigentlich so ein thermisches Ersatzschaltbild eigentlich wie folgt. Ich habe hier diese Wärmestromquelle PV, dann habe ich ja eigentlich diesen Widerstand RTH Junction to Case. An dem habe ich jetzt in Anführungszeichen nichts angeschlossen, ist eine Unterbrechung, aber ich habe sozusagen einen parallelen Pfad für die Wärme direkt an die Umgebung, und das ist dieser Wert RTH Junction to Ambient, der jetzt an dieser Stelle verbunden ist trotzdem mit dieser Umgebungstemperatur, und dann kann ich sozusagen an dieser Stelle die interne Temperatur des Bauelements über diesen Parameter bestimmen. Das ist also auch der Fall, vor allem bei kleineren Leistungen, Bauelementen, kleine Verlustleistungen haben wir nur einige hundert Milliwatt oder sowas haben, dass wir dann keinen gesonderten Kühlkörper benutzen, sondern die so einsetzen. Das heißt, ich brauche nicht immer einen Kühlkörper, natürlich bloß dann, wenn wir an dieser Stelle hier höhere Verlustleistungen haben.